Die Ausbildung zum technischen Produktdesigner geht 3,5 Jahre. Ich gehe einmal die Woche zur Schule und alle 2 Wochen habe ich einen Zusatztag. Im Betrieb wechsle ich während der Ausbildung zwischen verschiedenen Abteilungen, wodurch ich viele Mitarbeiter kennenlerne und auch in viele Bereiche mal reinschnuppern kann. Zu meinen Aufgaben gehört das Erstellen von Zeichnungen am Computer. Die dazu notwendigen Daten bekomme ich von Ingenieuren und Produktbetreuern. Und mit Hilfe dieser Daten und spezieller CAD-Programme habe ich dann die Möglichkeit, norm- und fertigungsgerechte Zeichnungen zu erstellen. Mir gefällt gut, dass ich nur zu Kernzeiten anwesend sein muss aufgrund der Gleitzeit. Und die Mitarbeiter, also die Arbeitsatmosphäre, gefällt mir sehr gut. Und auch das Wechseln während der Ausbildung zwischen den verschiedenen Abteilungen ist was, was mir sehr gut gefällt. Mit der Wahl meines Ausbildungsberufes und BARTEC bin ich absolut zufrieden. Das Arbeiten in der Sicherheitsbranche macht mir großen Spaß. Besonders gut finde ich die perfekte Mischung zwischen der eigentlichen Computerarbeit und dem praktischen Arbeiten. Zum Beispiel habe ich mal zusammen mit einem anderen Azubi einen Prüfapparat gebaut. Nach der Ausbildung gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel den technischen Fachwirt oder auch den geprüften Konstrukteur. Man kann auch einen Techniker machen oder eben die Ausbildereignungsprüfung. Ich möchte vielleicht irgendwann mal einen Techniker ranhängen.